Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Annis Universität des Lebens mit mir, Anni, Bart, unserem Moderator, Nick, unserem Nick und Maul und Monkey. Monkey. Nice. Ja, cool. Wir machen wieder tolle Sachen. Ich stelle wieder Fragen und die drei anderen versuchen, die so gut es geht zu beantworten. Mal sehen, ob sie die richtigen Antworten finden oder ob ich wieder ein bisschen Hilfestellung leisten muss. Aber ich glaube, also nach dem, was wir jetzt bisher gehört haben, heute sind alle fit. Niemand leidet unter der Hitze. Wir sind so intelligent, wie wir sonst noch nie waren. Das wird super. Das cool. wird super? Ist das schon die erste Frage? Ja. was ist deine Antwort darauf? The thinnest crust of the air? Exactly. Okay, die erste Frage lautet, welche Verletzung hinderte den Radsportler Bininyan Girmay daran, trotz eines aufgestellten Rekords an der nächsten Etappe teilzunehmen? Penisbruch. Wie ist der zustande gekommen? Beim Radfahren? Nick kann auch von Erfahrung sprechen. Nick ist nämlich damals immer mit dem Fahrrad zur Schule und zur Arbeit. Und während er die Airsoft auf die Kinder mit den Zigaretten gehalten hat. Und das liegt einfach daran, dass da bei Nick nicht viel geht mit dem Brechen. Ne? Aber wenn jetzt ein normaler, durchschnittlicher Mann jetzt sich jetzt auf so ein Rad setzt, ne? dann wickelt sich der Penis so um den Sattel. Weil das ist also, damit die halt Grip haben, damit die nicht vom Ding fallen. Also, ne? Ja. Und bei Männern ist es halt, dass sie so drum, also bei Penismenschen ist es so, dass sie drum greifen und bei Vagina-Menschen ist es wie so ein Sog, ne? Das ist halt fest. Du hast ganz schlimme Videos geguckt, Anni. Das kann man einfach hier an der Stelle auch. Und wenn man zu schnell vom Sattel absteigt, bevor man seinen Penis wieder entwickelt hat, dann kommt es zum Penisbruch und deswegen hat der Radfahrer, obwohl er super schnell war, nicht an der nächsten Etappe teilnehmen können. Genau. Mann, bin ich froh, dass ich gerade nicht zugehört habe. Also ich spreche wirklich mal ganz kurz für alle Männer. Die Gefahr, einen Penisbruch zu erleiden beim Fahrradfahren, ist sehr hoch. Vor allen Dingen, wenn man nicht ein Damenrad hat, sondern diese nervige Stange zwischen Sattel und Lenker, die einfach auf so einer Höhe ist, wenn du nur einmal ganz kurz irgendwie nach vorne rutscht vom Sattel oder absteigen möchtest und du verrutscht, dann landest du mit deinem schönsten Teil da auf dieser Stange drauf. Hm. Wenn das passiert, dann ist die Gefahr eben sehr hoch, dass da was passiert. Wie oft ist das passiert bisher, Nick? Sehr oft. Da sind auch bleibende Schäden schon bei gekommen. Mann, Alter. Deswegen, fahrt einfach mit Damenrädern. Ist eh entspannter. Viel besser. Viel besser. Ich bin nach Hause. Damit haben wir das Thema Sex schon mal abgehakt. Wir das Thema Würstchen abgehakt. Ja. Warte mal, jetzt irgendwas mit Kindern. Er ist schwanger geworden. Perfekt. Wir haben die menschliche Anatomie komplett verstanden. Wie wäre es mit was ganz dumm? Er ist noch dümmer als das. Das war gerade sehr intelligent. Das ist ja gerade wirklich intelligent. Nee, aber ich meine, wie wäre es mit, es war einfach eine wirklich dumme Verletzung, die normalerweise einen nicht hätte hindern können. Er hat vielleicht einen eingewachsenen Zehennagel gehabt. Oder er hat den kleinen Finger gebrochen. Oder literally irgendetwas, was so dumm ist, dass es ihn eigentlich hätte nicht hindern dürfen. Das passt ja, weil wir haben ja Fragen, wo es auch darum geht, dass die Sache meist, ne, irgendwie so... Ja, genau. Ja. Deswegen, was herhaltet ihr denn davon, wenn er vielleicht... Ich find's krass, dass Monkey mittlerweile endlich das Konzept dieses Formats verstanden hat. Wild. Real Life Monkey. Ja, Real Life Monkey. Also, wie wär's mit, er hat seinen kleinen Finger angeknackst. Den kleinsten, den er hat. Mhm. Warum konnte er dann nicht mehr an der nächsten Etappe teilnehmen? Weil man für die nächste Etappe musste man sein Fahrrad über einen Hügel. Und das geht nicht. Ist das so ein Triathlon gewesen, wo man erst so Fahrrad fährt und dann so schwimmt und dann joggt? Oder anders? Es war eine Italien-Rundfahrt. Also es war wirklich nur Radfahren. Nur Fahrrad. Ach, dammit. Nur Italiano. Hätte ja sein Italian können. Erstmal ist ja wichtig auch, geht es überhaupt um eine Verletzung bei ihm? Oh, das ist ein interessanter Ansatz.
welche Verletzung hatte er? Vielleicht. Kann ja auch sein, dass seine Frau verletzt war und er hat einfach aufgehört, weil er das nicht mit ansehen konnte, musste schnell ins Krankenhaus oder was. Oder vielleicht, weiß irgendwie so. Oh mein Gott. Was vielleicht hat er eine Beleidigung bekommen. Was ist, wenn er einfach mental verletzt war, weil irgendjemand was richtig Fieses zu ihm gesagt hat? Und er Loser! Jetzt kann ich den Rekord nicht mehr aufstellen! Ich möchte mal anmerken, er hat gerade einen Rekord aufgestellt. Es ist, nachdem er einen Rekord aufgestellt hat, passiert. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, vielleicht kleine Info für euch, bei so Rundtouren und so passieren die Strecken immer in Etappen. Ne? Und jede abgeschlossene Etappe ist praktisch schon mal ein Tag. Ist vielleicht ein Baum auf ihn gefallen? Das wäre aber eine komische Verletzung. Der ist durch die Ziellinie und dieses Band, was die Ziellinie hat, hat sich um ihn gewickelt. Und sein Penis gebrochen. Ja. Und sein Fahrrad gebrochen oder so. Und seinen Körper gebrochen. Dadurch, dass er als Erster war. Mhm. Was ist, wenn der Mann eigentlich ein... Es gibt doch so Paralympics-Radsportler. Okay. Was ist, wenn er eigentlich mit den Armen gefahren ist, aber die... Da kommt der angeknackste Finger rein. Wenn du einen angeknacksten Finger hast, dann kannst du nicht mehr mit den Armen fahren. Nee, es war tatsächlich ein ganz normales Radturnier. Und ich kann euch auch den Rekord verraten, wenn ihr wollt. Vielleicht hilft euch das ein bisschen. Ja, interessiert, glaube ich, niemanden. Doch. Okay, jetzt nicht. Interessiert Anni, okay. Warum ist mein Leben immer scheiße wegen dir? Jetzt habe ich nie den Rekord, Mann. Tja, schade. Kannst ja googeln. Der Rekord ist tatsächlich, dass er als erster afrikanischer Teilnehmer die erste Runde gewonnen hat. Also er hat die erste Etappe tatsächlich gewonnen, konnte dann aber an der zweiten nicht mehr teilnehmen. Und die Frage ist, warum konnte er das nicht? Welche Verletzung hat ihn daran gehindert? Er hat auch was mit dem Rekord. War es wirklich der gewickelte Penisbruch? Das ist nochmal ein großer Unterschied zu einem normalen Penisbruch. Das ist der gewickelte Penisbruch. Ich bin so froh, dass ich vorher nicht zugehört habe und nicht weiß, was der gewickelte ist. Ja. Also. Ich glaube, das weiß niemand außer Anni. Also. Ich kann mir das sehr bildlich vorstellen, tatsächlich, ja. Die Verletzung hat etwas mit dem Aufstellen des Rekordes zu tun, tatsächlich. Er ist vom Podest runtergefallen. Nicht ganz. Er war schnell, dass er sich die Luft, die gekommen ist, die hat ihn geschnitten. Ich brauche ein Stück Schokolade. Oh, Scheiße. Also, wo bin ich hier gelandet, ist dieser Rekord halt dann so mitten im Rennen passiert? Aber ich weiß ja nicht, wie diese Etappen abgehen. Machen die zwischendurch wirklich Pause? Die machen zwischendurch Pause. Die Etappen sind wie einzelne Turniere, wenn du so willst. Ne? Okay, du kannst Erster werden in der ersten Etappe. Okay, aber er ist Erster geworden in der ersten Etappe. Okay, mal eine kurze Sache. Mit dem Aufstellen des Rekordes ist ja zweideutig. Entweder es ist in der Sekunde passiert, als er den Rekord aufgestellt hat, oder es ist passiert, nachdem er das Rennen abgeschlossen hat, die Medaille bekommen hat, und dann wäre es theoretisch Zeit, die nächste Etappe zu machen, die vielleicht am nächsten Tag ist. Die Aussage ist logisch richtig, ja. Ja, also, wenn er nicht vom Wind geschnitten wurde, nicht sein Penis sich abgewickelt hat und er Schürfwunden währenddessen hatte, und er nicht am Fahrrad fährt und sich den Finger angeknackst hat, dann muss es doch eigentlich auf dem Podest passiert sein. Vielleicht hat ein anderer, der den Rekord nicht bekommen hat, ihn verprügelt. Das wäre so funny. Wäre das noch eine Verletzung? Junge, der Typ ist danach verletzt, ja. Ja, okay, schon, ja. Nee. Also, vielleicht hat jemand eine Ölspur gemacht. Die Bewegung ist tatsächlich echt gut. Beim Pissen! Er hat gegen Elektrozaun gepisst. Nein. Oh, sein Penis war so aufgewickelt die ganze Zeit, dass als er pissen wollte, noch Schaum rauskam. So Sprudel. Auch wieder gut. Kannst du definiert das? Warte! Der hat... Die Bewegung ist auch gut, Mauki, genau. Ja, der hat gut. Die Sektflasche... Der hat sich die Sektflasche ins Gesicht gehauen. Und wo genau hin? Das passiert mir auch öfters. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, wenn
wenn ich irgendwas schüttel, dann hau ich mir das manchmal in die Fresse. Stopp! Nicht, nein, mach weiter, mach ruhig weiter. Auszeit. Pass auf! Der hat sich vielleicht die Zähne ausgeschlagen. Nee. Der hat sich den Penis ausgeschlagen. Der hat sich die Nase gebrochen. Auch nicht. Champagne-Schauer in die Augen. Er musste in die Notaufnahme, weil er blind wurde. Richtig. Ist nicht... Was? Nein. Nachdem... Was? Nachdem Simiam Girmay, oder Girmay, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Grüße gehen raus, den Rekord aufgestellt hat in der ersten Etappe und damit der erste afrikanische Vertreter war, der diesen Rekord gewonnen hat, muss er natürlich aufs Siegertreppchen. Na, und so wie das nun mal gemacht wird auf dem Siegertreppchen, kriegt man eine große Sektflasche, schüttelt die und lässt ordentlich sich feiern. Und er hat es geschafft, den Korken dabei ins eigene Auge zu bekommen, woraufhin er ins Krankenhaus gebracht werden musste und aus Sicherheitsgründen an der nächsten Etappe nicht teilnehmen konnte. Ich hätte alles akzeptiert. Ich hätte eine gebrochene Nase akzeptiert. Oh. Ich hätte vom Treppchen runterfallen. Aber ich akzeptiere keine Korken in Augen. Das ist ja so unfair und dumm auch einfach. Das ist so dumm. Es ist der größte Erfolg und der größte Fail 30 Minuten hintereinander. Ja. Dass man davon noch nie irgendwas gehört hat. Das gibt eine Menge Story. Ja. Aber schön, wie ihr da hingekommen seid. Passiert das, wenn man schüttelt? Also passiert das, dass der Korken rauskommt? Ich bin nicht so damit mit es der. Es kommt darauf an, wie lange du schüttelst, aber ab einem gewissen Punkt. Es reicht manchmal auch ganz langsam, liebevoll, mit ein bisschen Geduld so. Worum reden wir gerade? Sorry. Ich bin sehr ungeduldig, also. Ja, also auf jeden Fall immer, ne, Kopf ein bisschen wegdrehen und dann halt im besten Fall Augen geschlossen halten. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, das könnt ihr mitnehmen aus dem Ganzen. Aber schön, ihr habt es gelöst. Finde ich sehr, sehr stark. Die zweite Frage geht tatsächlich in eine komplett andere Richtung, hat gar nichts mehr mit Schütteln und irgendeiner Flüssigkeit, die rauskommt, zu tun. Welches Ereignis im Mittelalter hat dazu geführt, dass die Deutschen aufgehört haben, Mandelmilch zu trinken und stattdessen mehr Kuhmilch getrunken haben? Hä? Man hat damals schon Mandelmilch? Was? Wie konnte das? Das ist die größte Rückentwicklung aller Zeiten. Es ist tatsächlich so, dass es gar nicht so viele Kühe gab, die wurden halt nicht so gezüchtet. Deswegen haben die Adligen auch in England und so haben immer Mandelmilch getrunken. Wow. Das war halt viel. Ja, das war viel krasser. Und leckerer und besser. Jesus. Mandeln sind giftig. Also hat irgendeiner so viel Mandelmilch getrunken, dass er einfach eine Zyklon-B-Vergiftung hatte. Mhm. Und das war irgendwie so der König von Buxtehude. Und das war so ein großes Ding, dass dann die Alchemisten gesagt haben, nee, und haben gesagt, zurück to the basics. Ja. Nick, willst du Mauki sagen, ob sie recht hat mit der Aussage? Ja, hat sie nicht. Perfekt, danke. Ach, Nick! Okay. Nein, also das liegt ja auf der Hand, was da damals passiert ist. Ja. So. Richtig. Die Deutschen. Ja, es geht hier um die Deutschen. Es geht ja um die Deutschen tatsächlich. Und es war halt damals irgendein. Wir wissen ja auch immer noch gar nicht, um welches Jahr es sich hat im Mittelalter, genau. Ist ja einfach eine große lange Zeit. Auf jeden Fall sagen wir mal, es gab dann einen König und der hat durch diese Mandelmilch dann einfach extreme. Der hatte eine Mandelallergie, eine Nussallergie. Oh. Und damals wurde das halt noch nicht so krass entdeckt. Und der hat dann einfach irgendwie kranken, riesen Augen bekommen und Lippen und der ist erstickt. Und dann haben alle gedacht, okay, wenn ich Mandelmilch trinke, dann passt ihm das auch. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Herangehensweise, die logisch auch nachvollziehbar wäre, aber trotzdem nicht richtig ist. Ist es eine dumme Antwort? Ist es eine was Antwort? Ist es eine dumme Antwort? Ach, willkommen bei Audel, Anni, hä? Ich würde sagen, nicht wirklich. Ich glaube, wenn ihr Geschichtswissen habt, dann findet ihr vielleicht auch den passenden Ansatz. Scheiße, Geschichtswissen. Das war das erste Fach, was ich abgewählt habe in der Schule. Man konnte das abwählen? Ja, bei uns schon. Was für ein Jahr war das? Mittelalter. 2005 das Mittelalter, oder so. Ja. Ach so. Bis 2005. Im Mittelalter steht ja auch da. Ja. Ganz kurze Frage, was ist denn Mittelalter? Ist Mittelalter so 1800? Ich würde so sagen 30 bis 40, maybe. Ist das nicht 1600 so, um den Dreh? 30 bis 40?
Da ist man so mittleres Alter, ja. Ich hau dir gleich so auf die Fresse. Ich schwöre es. Guck mal, 500 bis 1500. Ist das Mittelalter? 500 bis 1500. Echt? Mhm. Okay, ja. Pass auf. Wie wär's denn mit... Es ist etwas passiert. Punkt. Geil. Nein, also. Ja, ich kann schon mal sagen, es ist genau so gewesen. Also, es nein, ist... Stopp. Leute haben den Strom erfunden. Nein. Nicht? Was? Das nicht mehr. Sie haben den Strom erfunden. Wann kam denn das Fernsehen, Adi? Digga, was weiß ich, wann kam denn Strom? Wann kam denn Elektrizität? Kam das nicht im Mittelalter? Ja, ja, ja. Das war Ende 19. Jahrhundert, oder nicht? Echt, so spät ist? Ja. Ja. Wie haben die denn überhaupt Ende gelebt, 18. die Armen? Oh mein Gott. Sag mir nicht, die hatten auch kein Internet. Die haben in Höhlen gewohnt, Anni. Die hatten so Feuer und da drauf haben sie so Schweinegeröste. Okay, dann was anderes. Die haben so eine Art Schneebesen erfunden. Worauf ich hinaus möchte ist, die haben es geschafft, Milch aufzuschäumen. Ja. Okay, folgendes. Damals ist auch das erste Starbucks entstanden. Also, folgendes. Also, Politik war ja schon mal auch im Mittelalter so ein Ding, ne? Wie wäre sicher, es Mauki, es geht ums Mittelalter. Da hatten die Leute nur Kerzen. Ja, die haben an die Wände gemalt und Schaum gepisst. Ja, red weiter. Also, was? Okay, Schluss jetzt. Also, ja. Wir machen das jetzt hier ganz ernsthaft. Politik. Wie vielleicht gab es einfach Lobbyismus schon im Mittelalter. Das führt dann wohin? Dass jemand gesagt hat, Mandelmilch, pfui, Milch, hui. Geil. Und das haben die dann verbreitet übers Fernsehen, weil es gab ja damals schon Elektrizität. Nein, immer so eine Kundgebung, da ist einfach so ein Typ durch die Dings geritten und war so, hui! Nein? Damals gab es die ersten, jetzt haltet euch fest, Weihnachtsmärkte. Oh, Jesus Christus, ich gehe jetzt. Und gebrannte Mandeln waren das nächste große Ding. Das war so lecker. Also was tun wir mit den wenigen Mandeln, die wir haben? Mit Zucker kandieren und brennen? Oder, ich weiß nicht, wie Mandelmilch passiert, aber quetschen und Wasser reintun und dann Milch haben? I don't think so. Eine Ersatzmusste ran. Und was ist ein guter Ersatz? Statt Mandeln zu melken, Kühe zu melken. Badabim, badabum. Mhm. Sag mir, ich bin richtig. Du bist richtig, aber die Antwort ist leider falsch. Oh Mann. Ja. Hilf. Hilfe. Wir müssen ja mal überlegen, ganz kurz, Mittelalter. Erstmal, wir müssen so davon ausgehen, die dass... Pest. Oh, guck mal hier, da haben wir direkt einen Anhaltspunkt. Ich denke, es mit der Pest zusammen. Junge, die... Was denn? Wir müssen erstmal nach einem Anhaltspunkt gucken. Und Mauki so, die Pest. Und so. Ja, da haben wir doch schon mal einen Anhaltspunkt. Da guck doch. Aber war die Pest nicht irgendwo 1400, 1600, irgendwie sowas? Ja, dachte ich auch. Digga, ich glaub, was war denn im Mittelalter? Da gab es keinen Strom, da gab es keine Autos. Was gab's da? Ich gebe euch jetzt schon mal einen Hinweis. Ja? Mittelalter ging bis 1520. Da und war das die Ende. Ah, okay, wer hat da den Marker hingesetzt, dass es 520 vorbei ist und nicht 500? Wissenschaftler, Historiker, würde ich behaupten. Auf jeden Fall war das Ereignis 1517. Das könnte für euch schon ein guter Hinweis sein. Also Ende. 1520. War da Mauerfall? 1517. Keine Ahnung, Digga. 1517. 1517. So eine Sache, die man... Da wurde Game of Thrones gedreht, ja. Die Ende des, das Ende des 100-jährigen Kriegs. Wie lange dann halt 1417 angefangen hat, wie man weiß. 1400, der 100-jährige Krieg, 116 Jahre. Aber, ich meine, Mittelalter ist ja auch so, ne, mit Köpfe einschlagen und so ein Scheiß. Wenn es nicht die Pest war, dann war es der Mensch. Richtig. Wie wär's, wenn irgendjemand die heiligen Mandelbäume von Azkaban, Wuppertal abgebrannt hat. Und
Wuppertal dann keine Mandeln mehr liefern konnte. Das hängt bestimmt mit der Religion zusammen. Irgendwie hat die Kirche... Ja? Ja. Oh, nee. Die Kirche hat gesagt, das ist antichristlich. Nicht wirklich. Die Kirche hat alles entschieden. So, was die Kirche gesagt hat, das wurde halt gemacht. Und deswegen hat die Kirche irgendwas gegen Mandeln auf einmal gehabt oder Mandeln mussten anders benutzt werden und dann wurde das einfach nicht mehr getrunken. Kirche ist daran schuld, dass wir alle nicht vegan sind? Ein Grund mehr auszusteigen. Nein. Okay, wie wär's mit... Ja. Oh nein! Ja, was los? Es gibt doch immer diese Milchbäder. Gab es immer. Ja, und das wurde aus Mandelmilch gemacht. Ja. Und jetzt? Ja, und deswegen hat man das halt dafür benutzt und nicht mehr zum Trinken. Also die Frage ist, welches Ereignis hat im Mittelalter dazu geführt, dass die Deutschen aufgehört haben, Mandelmilch zu trinken? Genau, und ja. Und dessen Kuhmilch getrunken haben. Die was ist für Milchbäder, Nick? Was? Auch, kennst du doch immer die, wo die so... Ja, Kleopatra oder was? Unter anderem, das haben die auch im Mittelalter gemacht. Das waren dann so Milchbäder. Und das haben die aus Mandelmilch gemacht, diese Bäder. Sorry, erfindet der gerade was oder meint er es ernst? Ja, der zieht sich gerade irgendwas aus dem Arsch. Ich schwöre. Es gab Milchbäder. Bedingt. Das auf jeden Fall. Aber es hat damit nichts zu tun. Es hat was mit der Zahl 95 zu tun, die 1917 sehr relevant war, gerade bei religiösen Themen. 95? Mhm, das ist eine Zahl, ja. Gab es da einen Rapper? Es gab jemanden, der Texte geschrieben hat. Es gab jemanden, der Texte geschrieben hat, ja. Lucifer. Das ist der Teufel. Close. Goethe? Hießen der Goethe? Die 95 Thesen. Auch nicht Goethe. 95 Thesen von Goethe. Deiner Mutter. Klingt deiner ähnlich. Mutter Martin Luther. Perfekt. There it is. Alter. Und da hat einfach jemand reingeschrieben, nix trinki Mandelmilch, Kuh melki melki, lecker schmecker. Ja, ich wusste aber nicht, dass es da drauf ist. Ich habe alle 95 Thesen auswendig gelernt, da stand da nicht. Es war fast. Was, Moses? Nee, es war Martin Luther, ist schon richtig. Martin der hat nicht recht gehabt. Ja. Siehst du, Lucifer. Der hat damals die Kirche reformiert mit seinen 95 Thesen und hat also damals... Also, die Evangelen Die Evangelen. Ich wusste schon immer, dass die... Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Er hat damals ein paar Konzepte der Kirche so ein bisschen über den Haufen geworfen. Und eins der Konzepte, da war es sehr wichtig, dass man Mandelmilch statt Kuhmilch trinkt vorher. Die Reinigung zur... Das machen auch heute noch Leute. Dieses mit dem Blut Christi. Mauki, bitte auf mit diesen Handbewegungen. Alter, wirklich, ich krieg wirklich die Krise. Unglaublich. Unfassbar. Du willst, dass wir alle gebannt werden. Wirklich, es reicht mir. Ja. Ihr seid einfach alle 12. Ich kann's nicht anders erklären. Ja, ach nee, du kennst uns wie lange. Es fällt dir jetzt auf, dass wir 12 sind. Verhalte dich dementsprechend. Wir sind Kinder anwesend. Wir sind hier übrigens im Audel. Okay, soll ich's auflösen? Ja. Okay, pass auf, warte, einen Moment. Ah, ja, okay. Es war eine Spülung. Nein. Es war eine Taufe. Es geht ums Trinken, Leute. Oh! Man hat damals nicht Cracker in der Kirche getrunken, gegessen mit Wein, sondern mit Mandelmilch. Wie heißen diese Cracker? Wie heißen diese Cracker in der Kirche? Ja. Oblaten. Ja, Cracker, aber es geht, und die dippt man in Mandelmilch. Ja. Aber das habe ich doch gerade gesagt mit Blut Christi. Genau. Davor wo ihr gesagt habt, nee, es ist alles erotisch hier. Ja, davor dachten die Leute nämlich, Christus hat damals gesagt, dies hier ist mein Leib, esset von ihm und dies hier ist meine weiße Flüssigkeit, trinket von ihm. Und dann hat Luther später in den Reformen einfach rausgefunden, das war eine falsche Übersetzung. Eigentlich war es Blut, lasst uns lieber Kuhmilch trinken. Mandelmilch. Ja. Super. Okay. Vielleicht hat auch Martin Luther den ersten Cocktail erfunden. Und die brauchen die Mandelmilch für den Pina Colada. Okay, komm. Ganz im Ernst, dann hören wir rein, was es war. Ich kann das nicht. Ja, reicht. Ich löse es auf, okay? Bitte. Im Jahr 1517 hat Martin Luther seine 95 Thesen rausgebracht, die Kirche damit reformt. Und damals war es so, dass noch jeder gefastet hat. In der Fastenzeit durfte man nämlich dann auch keine Kuhmilch trinken, keine Fleischprodukte etc. essen. Sondern hat Mandelmilch getrunken. Dadurch die Reform, die von Luther kam, wurde aber Fastenzeit als nicht ganz so geil dargestellt.
war keine Notwendigkeit mehr und dadurch hatte man auch keine Notwendigkeit mehr für Mandelmilch und konnte immer Kuhmilch trinken. That easy. It's that easy. Okay. Es war einfach nur, ja, Fasten ist nicht so geil. Braucht auch keine Mandelmilch mehr trinken. Okay, also wir trinken nicht Jesus weiße Flüssigkeit. Hoffentlich nicht. Ich bin das Problem hier, oder was? Hoffentlich nicht. Eins in Chat, wer würde? Gut, kommen wir ganz schnell von diesem peinlichen Thema zu einem ganz anderen peinlichen Thema. Welches äußerst peinliche Ereignis überschattete die Siegerehrung beim internationalen Sportschützenturnier in Kuwait im Jahr 2012? Sack so in die Augen. Da gab es schon Elektrizität, das möchte ich ganz kurz sagen. Also, ne? 2012. Wir sind nicht mehr im Mittelalter. 2012, das Jahr der Weltuntergang. Genau, ja. Deswegen sitzen wir heute hier und haben Audel zusammen. Okay. Nur weil du es nicht erlebt hast, heißt es nicht, dass es nicht passiert ist, oder was? Das ist ein Gegenbeweis. Bitch. Bitch. Das ist eine gute Überleitung von der Kuhmilch. Sehr gut. Erstmal eine generelle Frage. Habt ihr irgendwelche Informationen zum internationalen Sportschützenturnier in Kuwait 2012? Ich weiß nicht mal, was Kuwait ist. Ist es ein Land? Ist es eine Stadt? Richtig. Die Siegerehrung hat im Sommer stattgefunden. So. Und das ging ein bisschen länger als erwartet. Die hatten da schon ihre Pina Coladas und was weiß ich alles vorbereitet. Und die wollten zur Siegerehrung kommen und es stand halt alles saulang in der Sonne. Der ganze Eiersalat. Das war alles schlecht. Aber die haben trotzdem reingespachtelt. Und danach mussten alle Durchfall haben, haben sich eingekackt, mussten in den Busch gehen und sich da einscheißen. Alles hat nach Kacke gerochen. Es ist auch in Erinnerung als das große Kackefest. Ja. Genau das ist es. Ich habe Schmerzen, wirklich. Zumindest habe ich einen Ansatz. Okay. Also meinst du, in der Regierung musste der eine sich dann in die Hosen scheißen, als er da auf dem Ding stand? Er hat sich einen Sektkorken ins Auge geknallt, nachdem er zu lange so gemacht hat. Ja. Ich hab's nicht gemacht. Das hast du gemacht. Okay, du machst diese Bewegung aber Richtung offener Mund, ja? Ich möchte es nur mal kurz einmal angemerkt haben. Nein, das ist nur, weil ich eine Frau bin. Das ist alles. Ja. gehen wir einfach nochmal durch. Wie funktioniert denn generell eine Siegerehrung? Vielleicht fangen wir mal damit an. Okay, einer hat sich einen Sektkorken ins Auge geschossen. Das war ja gar nicht die Antwort auf die Frage. Also, da gibt's ein Trapez. Ist das so? Ein Trapez! 2, 3. Der erste da. Und auf jeden Fall Treppchen. Bekommt man dann Medaillen um und dann machen alle und dann gibt's. Perfekt. Was passiert noch? Gerade bei internationalen Turnieren passiert ja immer noch was. Flaggen. Werden die falschen Lieder gespielt? Die falschen. Oh, haben die falsche deutsche Nationalhymne gespielt? Oh, da gab's doch mal was, ne? Da hat die falsche. Hat da irgendeinen Song oder sowas abgespielt. Ja, genau. Mhm. Vater. Ich weiß aber nicht jetzt, welche Hymne von jemandem anders abgespielt war. Das können wir jetzt nur raten. Mhm. Vielleicht wurde einfach Deutschland mit Belgien verwechselt oder so eine Scheiße. Nee, es war schon, man dachte schon, man spielt die richtige Hymne. War es die deutsche Hymne? 99 Luftballons anstatt die deutsche Hymne oder so? Es war nicht Deutschland. War es von Kuwait selber? Auch nicht. Es ist ein Land, was wir kennen. Gab es Clownsmusik statt irgendwie Niederlande oder sowas? Mhm. Oh nein, vielleicht war es die alte Hymne von einem Land. Alte Hymne? Auch nicht. Also, okay. Falsche weil es gibt ja... Boah, wie war das nochmal? War es nicht mal... Wer hat das schon mal bei Audi, dass einmal aufgefallen ist, dass zwei Länder die gleiche Flagge haben, aber das erst aufgefallen ist, als die bei den Olympischen Spielen oder so weit gekommen sind. Mhm. Ist es auch ein Problem mit der Flagge? Nein. Es ist die Hymne und es ist die Hymne von... einem Land, was ihr vielleicht auch kennt, aber eher im Zusammenhang mit einem Comedian? Ungarn und Ukraine, meine ich, Dings. Der Typ, der Chef wurde von einem Land, weil der Comedian ist. Was war das nochmal? Es war Ukraine. Nee. Ja, es war Ukraine. War es Ukraine? Es war Schauspieler, aber nicht Comedian. Ach, Schauspieler, okay. Ja. Wer war denn Comedian? Also ist es ein Land in Europa? Ich glaube, es ist kein Teil von Europa, nein.
Liegt unter Russland. Okay. Kroatien. Okay, pass auf, wir machen es anders. Kasachstan. Ihr wisst schon mal, es hat was mit der Hymne zu tun, okay? Okay. Aha. Es gab... Wie macht das Bonus? Ja? Ja? Ich glaube, Mauki ist eingefroren. Ich habe gerade nachgedacht. So sieht das aus. Okay. Willst du noch was sagen oder soll ich weitermachen? Warte, da ist... Was? Wie heißt das Land? Was ist denn los? Was passiert da denn hier los? Hallo, Monkey. Da gab es doch dieses eine Land, das so komplett verarscht wurde, oder nicht? Auch, ja. Kasachstan. Richtig. Voll den Schatten. Den Comedian kennt ihr auch, der das getan hat. Ja, warte mal, wie heißt der denn? Atze Schröder? Borat. Nein, Borat. Mhm, wenn du das machst, weiß ich, wer gemeint ist. Perfekt. Ja, wir haben eine Hirnzelle. Da wurde einfach, warte mal, bei Borat wurde einfach ein Lied genommen, das er sich einfach ausgedacht hat. Und das haben die abgespielt. Die haben die Hymne aus dem Film gespielt. Ist nicht so. Ist es so? Was? Okay, das wär echt gestört. Also. Wie kann sowas passieren? Hä? Ich weiß es nicht, wie es passieren kann, aber es ist passiert. Es hätte ein verdammt geiler Moment gewesen sein können für den Gewinner aus Kasachstan, wenn nicht 2006, also 6 Jahre vorher schon, der Borat-Film rausgekommen wäre. In dem Sacha Baron Cohen, das ist der Comedian, eine andere Hymne sich für Kasachstan ausgedacht hat. Ne, der Film hieß auch Kulturelle Aneignung von Amerika, um Benefiz für glorreiche Nationen von Kasachstan zu machen. Und in der Nationalhymne, die Borat sich damals ausgedacht hat, ging es um unter anderem die Sauberkeit von Huren aus Kasachstan. Und dieses Lied wurde dann offiziell 2012 auf dem internationalen Sportschützen-Turnier abgespielt. Ja, kann man mal machen. Boah. Ne? Wie gut. Aber wie gut. Ja, manche Leute finden das vielleicht hot. Und wisst ihr, was auch noch hot war? Nein. Die Flammen in der Militärbasis 1953 in Mexiko. Ist aber die große Frage, warum zur Hölle hat es da eigentlich gebrannt, meine Freunde? Roswell. Wer ist das? Aliens. Ach so. UFOs. 1943. Wann hat nochmal der Zweite Weltkrieg geendet? 45? Ja. Also mitten im Zweiten Weltkrieg. Warum brennt es in einer Militärstation während einem Weltkrieg? Anni, denkst hat du jemand da, das Gefühl, du denkst da gerade nicht drüber nach. Das ist in deinem Kopf ist so irgend so ein kleines Pony oder so. Aber nicht das, was du gerade wirklich denkst. Das ist so, was hat da gebrannt? Und dann wirklich. Knicklicht! So, das ist so wie bei Swan schon dieses Milchglas, was einfach um. Jo! Aber wann war Roswell? Was ist Roswell? Wer ist Roswell? Leute, habt ihr keine Ahnung von Aliens? Nein, Mauki, wir sind in diesem Format, wo wir strohdumm sind. Oh mein Gott! Ein UFO, Leute, habt ihr keine Ahnung von UFO? Hä, in Roswell? Und dann wurde das alles, und dann war da überall Aluminium und so, und dann haben die das alles verdeckt, und eigentlich gibt's UFOs, aber niemand konnte es jemals, weil guckst Regierung... Guckst du die Shane Dawson-Videos wirklich, es reicht mir. Oh nein, bitte nicht, nein. Es war 1947, also es war ein bisschen 47, später. 47, okay. Siehst du, aber mit 40 habe ich noch im Kopf gehabt. So, New Mexico ist ja in Nordamerika, aber im Süden. Und vielleicht hängt es dadurch zusammen, dass vielleicht irgendwelche Mexikaner eingewandert sind und da ist da was passiert. Ach, New Mexico ist nicht Mexiko? Der Name ist irreführend. Stimmt, da steht ja New Mexico. Das ist New Mexico. Das ist ein Staat in Amerika, aber wie Lina schon gesagt hat, Fragen zu lesen. Im Süden von Amerika. Also er grenzt praktisch an Mexiko. Es ist fast Mexiko, aber doch nicht ganz, weil es ist noch Teil der Vereinigten Staaten von Amerika. Wie weit ist denn Pearl Harbor entfernt? Weit. Weil
Kann also kein Funke gewesen sein, der rübergesprungen ist. New Mexico ist ganz im Landesinneren, halt aber am Süden Richtung Mexiko. Und Harbor ist, wie der Name schon sagt, ein Hafen am Wasser. Schon eine große Distanz. Gut, dass du es nochmal gesagt hast, Fahrt. Ja, okay. Aber vielleicht waren da UFOs. Pass auf, jemand hat beim Tanken geraucht. Ist eine gute Erklärung. Finde ich solide. Ist leider nicht die richtige, aber ja. Was ist, wenn die Raketen verstopft waren? Okay, bei dir hat heute eine Menge mit Verstopfung zu tun. Auch schon bei irgendwelchen Waffen und Flaschen und hast du nicht gesehen. Brauchst du noch ein paar Minuten mehr auf Klo, ist fein. Also wir können kurz warten, das ist wirklich kein Thema, du musst dich da nicht hetzen. Nee, pass. Das hängt auch bestimmt mit den Mädchen zusammen, also irgendwas mit Waffen. Ja. So. Ist ja auch eine Militärbasis. Genau. Und die sind Flammen aufgegangen. Haben die Waffen getestet? Neue Waffen waren so, Digga. Da geht gleich richtig eine ab. Vielleicht Flammenwerfer? Die wollten eine UFO-Technologie testen. Okay, wenn du einmal dieses UFO-Ding reinbringst, wirklich, dann ist Schluss. Nee, die haben neue Mega-Granaten getestet. Was macht die so mega? Die sind ein bisschen wie so ein Feuerwerk. Atombombe! Ja, die haben eine Atombombe getestet. Dann ist da nämlich nur diese kleine Militärbasis in Flammen aufgegangen. Hä? Bei da gibt's nämlich die Teststation für Atombomben, wo auch der Mann war, der gesagt hat, ich bin jetzt der Tod. Okay, du hast eben gesagt, dass Pearl Harbor, was auf Hawaii ist, in Mexiko ist. Wirklich, ich bin mir bei Mauki nie sicher, ob sie was weiß oder nicht. Ja, das stimmt. Also ich habe sehr gut Dummheit zu überdecken. Also manchmal. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der klügste oder der dümmste Mensch, den ich kenne. Ich weiß es nicht. I can't tell. I can't fucking tell. So, ist ihr IQ so bei so 20 oder 200? I don't know. Wenn ich eine Münze würfeln würde, wäre ich so, okay. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eine Münze würfeln, man kennt's. Ich habe bei Mauki auch das Gefühl, letztes Mal war Mauki so, die hat uns alles erklärt, wie die Welt funktioniert, jede Pflanze gekannt und irgendwelche Sachen rausgehauen und jetzt ist es komplett lost. Hä, tut mir leid, ihr wollt nichts über UFOs hören, ihr wollt nichts über Atombomben hören, kann ich euch auch nicht helfen. Es hat was mit neuen Waffentests zu tun und es hat auch was mit Feuer zu tun, ja. Bazookas. Oh, Jetpacks. Nee. Oh, das ist interessant. Das hat auch was mit Fliegen zu tun. Unsichtbarkeitsumhang! Junge, wenn du noch einmal mit Harry Potter ankommst. Kurze Frage, wann war Vietnam? Das ist ein Land! Wie, wann war das? Das ist immer noch! Vietnamkrieg! 1900 Palm verwendet zum ersten Mal. 1955 bis 1955. Mama, kannst du mich abholen? Mama, ich will nach Hause. Das ist wirklich für den. Ich will das nicht mehr. Vietnam war nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ging bis 1975. Ja, dann kann es schon mal nicht Napalm gewesen sein. Es kann nicht die Atombombe gewesen sein. Es kann keine UFO-Technologie und kein Unsichtbarkeitsumhang gewesen sein. Richtig. Aber ein Jetpack? Hat was mit Fliegen zu tun. Aber nur in einem entfernten Sinn. Eine Drohne. Waffentests? So weit waren die damals noch nicht. Fliegen? Fliegende Waffen? Ferngesteuerte Raketen? Die waren noch nicht so weit. Es war doch im Mittelalter, so Marki. Ja, hat man gemerkt. Es hat ja auch explodiert und Feuer gefangen. Was wolltest du sagen, Nick? Papierflieger. Ein bisschen ausgetüfteter als Papierflieger. Okay, es gab im Mittelalter gab es eine Adelige, die hat ein Dorf niedergebrannt, in dem sie brennende Tauben reingeschickt hat. Oha. Hat es vielleicht etwas damit zu tun gehabt? Es hat nichts mit der Adligen aus dem Mittelalter zu tun, nein. Aber wenn du sagst, so in etwa bei den Papierfliegern, das sind ja so kleine Dinge, vielleicht haben die Tiere angezündet, nein, irgendwas angezündet und das war so kleine Sachen so. Und die sollten... Die haben Tieren so eine kleine Bombe angehängt und die sollten dann irgendwo rüberfliegen, die Bombe droppen lassen und dann waren die weg. Und welche leider Tiere? Adler.
Kraniche. Das ist so wild. Papageien, Papageien vielleicht? New Mexico? Delfine? Ja, ja, ja. Nee, Leute, das war's. Feuer und Delfine. Das ist ein bisschen zu viel jetzt hier, wirklich. Warte, aber irgendwas Fliegendes. Vielleicht Heuschrecken. Genau, weil Heuschrecken können nämlich so kleine Bomben tragen. Du hast ja keine Ahnung. Vielleicht gibt's auch große Heuschrecken, Hani. Also, das ist echt... Eine Ameise kann das Achtfache ihres Gewichts tragen, okay? Also ein Gramm. Ja, die haben Ameisen mit Streichhölzern versucht, in gegnerische Basen zu schicken und gehofft, dass sie irgendwo langschrabben, damit die Streichhölzer Feuer fangen, aber leider. Fledermäuse. Richtig. Batman? Man hat sich damals gedacht, Fledermäuse sind ja nicht nur intelligent, sondern die können halt auch nachts schlecht gesehen werden. Also rüstet man Fledermäuse mit Brandbomben aus. Nur leider ist das Problem, dass Fledermäuse nicht so leicht zu kontrollieren sind und demzufolge dann auch gerne mal irgendwo mit den Brandbomben hingeflogen sind. Die haben fallen lassen und dadurch ist dann die Militärbasis in New Mexico in Flammen aufgegangen. So einfach ist es. Geschieht denen recht? Also sorry, wir haben hier, das ist das dümmste Format auf Twitch Deutschland, wirklich. Die Ideen, die hier kommen, sind saudämlich. Aber wie dumm muss man denn sein, zu sagen, lass uns mal fucking Fledermäuse mit Brandbomben aus... Hä? Ziemlich dumm, ja. Also, ich finde die Idee mit den Tauben schon besser. Und dann muss man sich mal vorstellen, was sie noch alles experimentieren, von dem wir nicht mitbekommen. Wenn ja. So eine Ideen schon öffentlich sind, Alter. Ja. Krank. Also, die haben ja im Zweiten Weltkrieg doch, ab dem Zweiten Weltkrieg haben die doch auch angefangen mit dem Gedankenkontrolle-Ding, ne? Okay, krass. Und die haben ihren Piloten zum Beispiel auch Koks gegeben, damit die durchhalten. Also, und Fanta war auch so ein Ding. Wenn ihr mal Interesse an richtig kranken Geschichten habt, dann guckt euch mal die amerikanische Seite der Geschichte an, was die alles da so. Ich glaube, jetzt wissen wir auch, woher Maukis Wissen kommt, weil Mauki hat so ganz weirde Fakten manchmal drauf und ich glaube, das ist das Einzige, wo du dich informierst. Der Rest ist dann halt, manche Leute machen einfach weirde Sachen, wenn sie schlafen. Mauki hört sich irgendwelche Creepypasta an und Colin Farrell, den wir alle kennen, der legt einfach Smarties unter sein Kopfkissen. Als Kind damals und hat dann noch einen Zettel dazu gelegt, wo drauf stand, ich weiß, dass du tot bist, aber die schmecken wirklich gut, komm vorbei. Warum zur Hölle hat Colin Farrell das gemacht? Weil er Colin Farrell ist? Ist ein Schauspieler, ne? Colin Farrell ist nicht Farrell Williams. Aha. Das ist ein großer Unterschied. Ja, Colin Farrell ist Happy war ein anderer. Okay, genau. Okay. Eine Sache. Wir waren gerade bei Creepypastas. Mhm. Und zwischen den 3000 verschiedenen Creepypastas, die ich bisher gehört habe, gab es ganz oft Kinder, die so Schlafparalyse haben. Hatten wir ja bestimmt alle schon mal, ne? Nein. Ich tatsächlich noch nicht. Nicht, ihr Langweiler. Sorry, dann gebe ich mich in die Nacht der Dämonen. und dann kommt so ein Monster in dein Zimmer rein. Und du kannst halt nichts dagegen machen, weil du dich nicht bewegen kannst. Schrecklich. Vielleicht hat der immer davon, das halluziniert, dass so ein totes Mädchen unter seinem Bett ist. Mhm. Und dann wollte er, dass sie vorbei. Also das ist dann richtig so. Ja, wenn die hot vielleicht war. Wollte er Frieden schließen mit der. True. Vielleicht war es ja eine Waifu. Schon sehr mutig auf jeden Fall. Ja, ist doch, wenn du etwas nicht besiegen kannst, dann sei Freunde mit dem. Vielleicht hat er irgendwie ein Familienmitglied verloren oder so. Kleinen Bruder, kleine Schwester, irgendjemand. Und. Oh, das wäre so traurig. Ist es was so Trauriges? Oh nein. Nee, es ist nichts so Trauriges. Oh. Das hat eher was mit Waifu zu tun. Mit was? Mit Waifu. Okay. Der hatte. Ein Crush auf eine tote Schauspielerin oder sowas. Ja. Mein Gott, stopp. Der ist so wie die Zahnfee. Der hat gelernt, dass die Zahnfee kommt, wenn du einen Zahn unter deinen Kissen tust. Und der war so, okay, dann funktioniert das vielleicht auch mit Marilyn Monroe. Ja, oder so. Das hab ich gelesen. Oh, Marilyn, die liebt Smarties. Die liebt Tabletten, also wird sie doch bestimmt auch Smarties mögen. Ist richtig. Fuck! Yes, bitch! Colin Farrell war als Junge unfassbar in die Schauspielerin Marilyn Monroe verliebt. Alter. Die zu dem Zeitpunkt allerdings schon tot war. Das wusste Farrell auch damals
Aber weil ihm selbst Smarties so gut geschmeckt haben, dachte er, ey, vielleicht mag die Schauspielerin Smarties ja auch und hat deswegen Smarties und den Text unters Kopfkissen gelegt, in der Hoffnung, dass er damals die Schauspielerin zurück ins Leben holen kann. Junge, das ist so makaber, wenn man bedenkt, wie sie gestorben ist. Colin Farrell, ach, der ist es, ah, okay. Ja, der hat den Gentleman mitgespielt, in dem neuen Batman-Teil hat der Joker, Pinguin gespielt. Oh, ja, okay, den kenne ich. Krass. Ja, ja, vor allen Dingen stellt euch vor, ihr schlaft auf dem Kissen, wacht morgens auf und die Smarties sind geschmolzen. Das ist halt, also, und du hast die Dedication, das trotzdem ständig zu machen, ja? Obwohl du jeden Tag mit so Kacke unterm Kissen aufwachst. Kurze Frage, seid ihr wirklich so doof, dass ihr euch die Single dahinlegen würdet und nicht in der Packung? Ja, du willst doch nicht eine komplette Packung hinlegen und dann ist die komplett gone. Du legst immer so drei hin oder so. Ich glaube, wenn ich so die Mom gewesen wäre, dass ich das rausgefunden hätte, ich hätte mich dann als Marilyn Monroe verkleidet und wäre oh nein, in sein Bett gegangen. Oh no. Nein. Nick. 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 Er hatte einen Crush auf sie. Ach so, ja, weiter wäre ich natürlich nicht gegangen. Nein. Ja. Klein Kuss auf, so ein Kuss auf die Wange und so und dann. Ew! Gucken, was passiert. Ew! Stopp, nein, nein. So wollte ich das gar nicht sagen. Nee. Ihr macht das da draus, hallo. Ja, nächste Frage. Nächste Frage. Reden wir über andere Dinge, die Leute verstört haben oder zumindest aufgeschreckt haben. Welches kriminelle Versehen hat zahlreiche Anwohner im Popitzweg in Siemensstadt am 8.11.2017? Wir sind alle 12. Ja, wodurch, was kann man denn, was können Massen wecken? Also laute Musik, Alarmanlagen, helle Explosion. Lichter. Explosion. Genau, irgendwie sowas halt, was ist da passiert um 4 Uhr? Mhm. Also vielleicht ist da ja ins Haus eingebrochen und dann ist irgendwas angegangen oder passiert, was alle wach gemacht hat. Aber das, sowas passiert ja häufig. Also es muss ja irgendwas Außergewöhnliches sein. 4 Uhr nachts auch, ne? Das ist auch so komisch. Das Versehen ist das Ungewöhnliche. Ach, dass es nicht beabsichtigt war? Ja. Also war es auch nicht beabsichtigt illegal, ja? Doch. Es war absichtlich illegal, es war nicht absichtlich, dass es rausgekommen ist. Ja, keiner. Eine riesige Cannabis-Plantage. Die hat die Leute wie geweckt? Mit dem Geruch. Weißt du, wie so eine Plantage stinkt, Mann? Um 4 Uhr morgens. Na, es sind nachtaktive Pflanzen. Die brauchen halt, damit die wachsen können, viel Licht. Die riechen nachts lauter, ja. Okay, pass auf. Folgendes ist passiert. Wie sieht das aus? Mhm. Jemand ist eingebrochen im Popitzweg. Und wollte den ausrauben und hat dann diese riesige Cannabis-Plantage gesehen. Und dachte sich, ja, Digga, einer geht. Oder so. Und hat sich dann aus dem einen Joint gedreht und das geraucht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich denke. Aus einer ganzen Pflanze. Ja, ne? So aus der Pflanze. Und dann war der so high, dass er laut getanzt hat auf der Straße und dann wurde er als Einbrecher und der andere als Cannabis-Verkäufer entlarvt. Und das hat alle geweckt in dieser Straße. Alle geweckt. So eine Kettenreaktion. Ihr hattet vorhin schon einen guten Ansatz. Ihr hattet vorhin, was war denn der Ansatz? Ich habe nicht zugehört. Ihr habt so unterschiedliche Sachen aufgezählt, die Leute wecken können. Was? Kannst du wiederholen? Ja, Musik, Alarmanlagen, Explosion, halt laute Geräusche. Ne? Genau. Eins davon war richtig. Die Musik. Alarmanlage. Musik ist crazy. Alarmanlage. Perfekt. Ihr habt beide von den drei Sachen gesagt, die falsch sind. Explosion. Hey, klar. Wo ein Messlabor explodiert. Guck mal, warte mal. Es ist am 8.11. Die meisten Leute haben da vielleicht ja schon ein paar Silvester-Sachen hingestellt. Was sind so Silvester-Sachen, die man hinstellt? Dieses römische Licht. Ja, vielleicht einfach so eine Rakete, in die du so wie bei einem Kürbis was reinritzt. Das ist vielleicht auch schöne Deko. Wie wäre es mit irgendjemand hat... Kennt ihr diesen Orbis-Vorfall? Wer ist Orbis? Diese kleinen Kugeln, die in Wasser groß werden. Oh, ja! Wisst ihr noch dieser Vorfall, wo einfach in Frankreich ein Junge so viele Orbis in die Abwasserrohre reingetan hat, dass alles verstopft war am Ende? Vielleicht. Weiß ich nicht mehr. Aber so ganz kleine Kügelchen, die werden so richtig groß, die saugen sich mit dem Wasser voll. Und ein Kind hat einfach in den Abfluss gekippt
Und dann war die ganze Stadt gefickt, die ganze Stadt gefickt. Das war so YouTube-mäßig. Der hat das für YouTube gemacht. Also, wie wäre es denn? Wir sind ja bei Audel, das heißt, es muss ja schon irgendwie strunzblöd sein. Mhm. Denk mal an generelle Verbrechen. Na? Mhm. Die. Was sind so die Standard... Kriminalität, meinst du? Nee, was sind so die Standardverbrechen, von denen man auch in der Zeitung liest, die Filmen thematisiert werden und so? Einbruch. Diebstahl. Es gibt auch Filme darüber. Schlimmer, weniger schlimm? Bankraub. Oh mein Gott, ich erinnere mich an etwas. Oh mein Gott, warte, ist Siemens... Da war eine Dings. Ist Siemens Stadt... Ist das in nahe München? Wo ich kenne nämlich die Leute, die da vollkommen auf Meth zugedröhnt versucht haben, einen Bankautomaten mitzunehmen. Mhm. Die haben den ans Auto gebunden und sind losgefahren und haben sich gewundert, warum dann alles super lärmmäßig. Und das ist auch explodiert und bups. Waren das nicht die Typen? Wie dir jetzt einfach diese Audio-Sachen zugedichtet zu dieser Geschichte. So geil. nein. Die haben versucht, den Geldautomaten mit dem Auto vollkommen auf Meth zugedröhnt wegzuholen. Aber war das nicht in Siemensstadt so, dass die den Bankautomaten mit Dynamit vollgestopft haben? Dass es explodiert? Die haben versucht, das Geld mitzunehmen und sind abgehauen? War das nicht so? Also, das war gerade sehr viel auf einmal. Es war auch ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, ob es bei dir unten noch in Siemensstadt gibt, aber schön, dass du die Leute kennst, die damals auf Crack waren. Es gibt ein Siemensstadt in der Nähe von Spandau bei mir um die Ecke. Es kann auch sein, dass es das war. Aber auf jeden Fall hat es was mit einem Bankraub zu tun, es hat was mit Explosionen zu tun. Ihr müsst mir noch sagen, was das Versehen war oder das Missgeschick, was dabei passiert ist. Also es war nicht mit einem Bankautomaten? Es war ein Versuch der Bankraub und es war nicht mit einem Auto. Aber mit einem Maten. Also guck mal, pass auf. Man kann ja vielleicht, weil es zu schwer ist, den Automaten da wegzubekommen, haben die versucht, den aufzuspielen. Ich brauche hier nach Urlaub. Nach diesem Tag werde ich in den Urlaub gehen. Und ich werde nie wiederkommen, Mauki. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich haben die, also es gibt noch so eine Kochsalzlösung, bam, haben die irgendwie versucht, das so, und dann so, und dann ist aber, ja. Das ist richtig. Und was ist damals? Haben die es falsch zusammengemischt? Nee. Zwar, wie Nick gesagt hat, Kochsalz war... So, war eine gute Mischung auf jeden Fall. Ein bisschen Meth noch von Mauki. War super. Nick hat doch über Maten gesprochen, ne? Was gibt's denn sonst noch, außer einem Bankautomaten? Maten? Auto? Es gibt in der Bank. Wart ihr schon mal in der Bank in eurem Leben? In der Deutschen Bank. Mann, da gibt's doch nur Bankautomaten, da gibt's nichts anderes. Da gibt's auch so Schalter, ja. Und ein Tresor. The Treasure Thing, ja. Safe, die wollten in den Tresor einbrechen. Und da war mal Strom drauf. Und dann hier, boom. Ihr seid fast so lost wie die Bankräuber, ich weiß, wie es ist. Ich löse es auf. Tatsächlich ist es so, dass die Kriminellen damals nicht so viel geplant haben und sich einfach dachten, ey, wir nehmen unser Meth, wir nehmen unser Auto, fahren von Mauki, ne, schön nach Siemensstadt. Vorhin um Bierchen bei Mauki getrunken, jetzt los. Wir jagen diesen Bankautomaten hoch, weil dann kriegen wir ganz viel Geld. Spazieren die also nachts in die Bank rein, ne, sind eingebrochen, alles ruhig und jagen den Automaten hoch. Aber das Einzige, was rauskommt, sind praktisch leere Zettel. Weil was sie hochgejagt haben, war nicht der Bankautomat, sondern der Kontoauszugsautomat. Nein. Und bevor sie eine weitere Explosion starten konnten und den richtigen Automaten sprengen konnten, kam natürlich die Polizei, wurde alarmiert und von den Leuten, die wach geworden sind, und die Leute wurden geschnappt. Ich fass es nicht. Scheiße. Ey, guck mal, das war so dumm, dass wir selbst wir nicht drauf gekommen sind. Ja, ihr seid nicht drauf gekommen, aber ich glaube, es war schon nah an der... war schon close. Mauki, wenn wir Banküberfall machen würden, oder?
Das war echt hardcore dumm, das stimmt. Oh, das war ja sogar noch dümmer als die Meth-Geschichte. Schon keiner, ja. Ja, was passiert ja, wenn man nicht ordentlich plant und einfach denkt, boah, ich bin so gut, dass ich das auch so hinkriege, das ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Ja, aber vielleicht, du musst doch nur einmal im Leben in der Bank gewesen sein. Ihr habt ja auch nicht sagen können, dass da ein Kontoauszugsautomat steht. Schalter, Tresor. Online geht? Okay, wir sind genau, digital. Weil nämlich alles online geht, aber damals natürlich nicht. Ne? Aber gut, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen Abstand nehmen. Damals, 2016. Darf nicht so abgehoben sein. Muss sich ein bisschen erden lassen. Vielleicht hilft da auch eine Eitelkeitsblende. Und das ist unsere nächste Frage. Was zur Hölle ist eine Eitelkeitsblende? Oh, könnte Nick mal gebrauchen. Das ist bei Pferden das Ding, damit die nicht auf andere Pferde gucken. Und du meinst Scheuklappen? Das ist Scheuklappen. Ja. Ja. Mauki, kennt sich mit Tieren aus. Kann es sowas, hat es was mit der Blende in der Kamera zu tun? Oh, das ist ein sehr guter Approach. Eitelkeitsblende? Also, ist interessant. Achso, ist nicht richtig, aber ist interessant, sagst du. Weiß ich nicht. Ist ein guter Approach. Okay. Also Blende, man kann die Blende ja verstellen, dadurch wird es ein bisschen tiefenunschärfer. Wenn man die Blende ganz niedrig macht, dann ist auch das Gesicht weich gezeichnet und dann können eitle Menschen nicht ihre Poren sehen. Nick, ist das die richtige Antwort? Ach Mann, fick dich. Eitel, also so, was ist denn Eitelkeit? Verbinde ich zum Beispiel immer so, wenn man so mit dem Kinn nach vorne guckt. Ja. Genau, das ist Eitelkeit. Oder? Ist es nicht so? Nee, Eitelkeit ist, wenn du, ja, theoretisch, also wenn du so dich über... Ich weiß, dass ihr nicht wisst, was Eitelkeit ist, weil ihr auch einfach so am Boden geblieben nur und... Ist es nicht einfach, dass man so drauf achtet, wie man aussieht? Sorry, die Lichter haben mich gerade abgelenkt. Ich glaube, es wird nicht Eitelkeitsblende heißen, wenn es nichts damit zu tun hat. Was ist, es gibt es doch bei so Schaufenstern, dass Leute immer sich so in der Reflexion so abchecken und dann so weitergehen. Wenn man so ins Schaufenster guckt, dass man ganz lange sich so im Schaufenster so stylt. Und irgendwann wurde eine Eitelkeitsblende gemacht, heißt es so eine extra Verglasung, die so in die Fenster reinkommt, dadurch spiegelt es nicht mehr. Und dadurch können Leute, die so eitel sind, sich in Fenstern abzuchecken, das nicht mehr machen. Das ist smart. Das ist wirklich sehr smart. Es ist falsch, aber es ist sehr smart. Was für Blenden gibt es denn? Große, kleine, dünne, dicke. Also was sind die Bedeutungen von Blende? Also es gibt ja Blenden, dass das einen blendet. Mhm. Das heißt, eine Person ist so unfassbar schön, dass sie dich blendet. Vielleicht ist das die Eitelkeitsblende. Und dann gibt es auch noch, dass du Licht einstellen kannst. Also du hast heller. Gibt es nicht beim Auto auch irgendwie eine Blende? Ja, was ist das nochmal? Jetzt. Ist das dieses Fensterblende, um so Schatten zu machen? Ist das die Blende oder gibt es beim Auto noch eine andere Blende? Ach so, ist das vielleicht die Blende, wo du dann da dein Fensterchen drin hast, zum Gucken, dein Spiegel? Oh. Für den Mitfahrer? Smart, ja, weil da guckt man sich auch immer an. Macht so diesen... Nonstop. Also ich gucke nirgendwo anders hin, die ganze Zeit nur... Echt? Ja. Geht schon in eine richtige Richtung, es hat was mit Autos zu tun auf jeden Fall. Okay, ich gebe euch noch einen Tipp. Es gibt in Küchen zum Beispiel Blenden, die sind unten an den Schränken, damit die mehr mit dem Boden abschließen. Oh, stimmt. Spoiler-Scheiß. Was hat das mit Autos zu tun? Diese Kacke, die man so drauf macht, diese Pommes-Abstelltische hinten bei Autos. Der ist ja aber dafür da, dass dein Auto nicht abhebt, wenn es zu schnell unterwegs ist. Ach, Bullshit, das ist für Pommes. Aber okay, die Blenden, die man in der Küche zum Beispiel hat, die sind ja dafür da, damit man so diese hässlichen Füße nicht sieht, was unten unter dem Dings ist. Also vielleicht ist es auch im Auto, wo man sagt, okay, da will man nicht, dass man das sieht und deswegen bauen wir da jetzt eine Blende ein. Also, ich habe noch nie in einem Auto gesessen, was nicht komplett vollgemüllt ist, deswegen keine Ahnung. Du wirst auch noch nie in so einem Auto gesessen haben, wie die, um die es geht. Okay, pass auf. How about... UFOs. Okay, aber es gibt ja zum Beispiel diese Autos, die die haben so Schüchen an. Hui. Was für Schüchen? Also ich denke jedes Mal, ich habe eine ungefähre Ahnung, was Mauki sagen wird. Aber wenn sie es dann sagt, ist es
irgendwas anderes. So eine Blende über die... In was für einem Auto haben wir denn most likely noch nicht gesessen? Traktor? Irgend so ein Bauarbeiterauto? Tuning-Fahrzeug wahrscheinlich. Oh, Rennpisten-Auto? Ist das vielleicht hinten dieses Ding, was es trennt die beiden Compartments voneinander? Es geht nicht ums Trennen. Es geht um das, was Anni meinte, von wegen, wie in der Küche, Sachen verstecken, nicht so schön aussehen und so. Man versteckt einfach den Fahrer, weil der so hässlich ist. Wow. Aber was sieht denn an einem Auto hässlich aus, was irgendwo aussieht? An einem Rennauto vor allem. Ja. Ist es vielleicht, dass man die ganze Front praktisch so verblendet? So ja. Mit einem... Das ist es. Es ist das Ab- oder das Verblenden vorne von der Front von Rennwagen. Denn seit 2013 dürfen bei Formel-1-Rennwagen sogenannte Eitelkeitsblenden benutzt werden, um einen ästhetischen Mangel an der Fahrzeugfront zu verdecken, die durch eine Regeländerung 2012 nötig ist. Es war nämlich vorher so, dass ganz viele Rennautos vorne komisch aussahen. Ne? Viele Fans oder Journalisten bezeichneten das dann als Hakennase oder Entennase oder Schnabel und fanden, dass es nicht hässlich aussah oder nicht gut aussah. Und deswegen durfte man dann ab 2013 vorne einfach optische Blenden einsetzen, damit das Ganze wieder besser aussieht. Es war einfach nur die Front. Ja. Das war echt einfach. Ja. Ihr habt es geschafft. Ich bin sehr stolz auf euch. Gut, kommen wir von einem peinlichen Thema zum nächsten. Wir haben heute sehr viele peinliche Themen, ne? Ja. Aber jetzt geht es um jemanden, der noch größer ist und bekannter ist als Mauki, um Napoleon. Und wir alle wissen natürlich, dass Napoleon eine große Niederschlacht in Waterloo hatte. Aber die Frage ist, was ist die peinlichste Niederlage, die Napoleon je erlitten hat? Sehr wenig bekannt. Schlacht ist in Anführungszeichen. Also vielleicht war es der Kampf um eine Frau. Oh. Aber nennt man das eine Schlacht um eine Frau? Ja. Die Frau wird geschlachtet. Nee, okay. Ja. Ja, offensichtlich ist es eine... Mauki? Ich... Zu viele Schubladen gerade offen. Sie können machen ein paar zu, weil ich glaube, ich weiß eine... das. Okay, oh, was? Ja, bearbeite. Nick, tu dein Ding. Was waren das nochmal? Ich habe keine Ahnung von Napoleon. Ich weiß nur, dass das öffentlich gesagt wurde, dass er ja so klein war, obwohl er gar nicht so klein ist. Ist es so die Presseschlacht? So, er konnte es nie durchsetzen, dass er nicht winzig ist, obwohl er es eigentlich ist. Und deswegen hat er diese Schlacht verloren? Nee, es gab schon Gegner. Also. Es hatte schon ein paar Ähnlichkeiten zu einer Schlacht, aber es war halt keine Schlacht. Es ist... Bleibt da noch ein bisschen vage, weil noch sei der ganze Stück weg. Boah, ich hab auch überhaupt keine Ahnung, was das angeht. Eigentlich sollte der Tag richtig geil werden. So wie man sich halt damals so einen geilen Tag vorstellt als... Was sind die Themen, in denen Mauki sich am besten auskennt? Irgendwelche Bewegungen, die von oben nach unten gehen. Tiere? Richtig, Anni. Hat er gegen Tiere gekämpft? Wollte er gegen Tiere... Hat er die Big Dodo Wars angeführt? Okay, pass auf. Der hat doch seine Schlacht verloren. Mhm. Es gab mal eine Schlacht in Griechenland oder so. Da haben die super viele sinnlose Tiere mit rangeholt. Ach, Spanien war das. Haben die super viele sinnlose Tiere mit in die Schlacht reingenommen. Da war also alles dabei, von Stieren über Gnus, die haben Gnus genommen. Und diese Tiere waren halt super sinnlos, weil die halt nicht aggressiv waren. Die waren einfach nur irgendwie dabei, aber die wollten halt, die dachten so, wow, große Tiere, wird schon irgendwie krass sein. Hat der das vielleicht genauso gemacht, dass er ganz viele so Widder oder so mitgenommen hat in die Schlacht? Und die standen eigentlich nur die ganze Zeit im Weg rum? Nee. Weil es war keine richtige Schlacht, es war kein Feldzug, es gab keine feindliche Armee oder so, sondern es war ein Battle. Und es war gegen Tiere, okay. War das vielleicht so gegen so eine Insektenplage? Es sollte ein geiler Tag werden. Es war keine richtige Schlacht, aber es gab schon Feinde, aber es gab keine... Ist irgendwas mit Tieren und... Was ist die Definition von einer Schlacht? Es ist vielleicht eine Essensschlacht gewesen. Naja, zwei Parteien kämpfen gegeneinander. Essensschlacht? Genau.
zwei große Parteien kämpfen gegeneinander. Und in dem Fall Napoleon und ein Tier. Aber nicht nur eins, das ist ja eine Schlacht. Eine Tierarmee? Er hat seine Armee gegen einen Haufen Tiere angeführt. Okay. Und verloren? Was haben Adlige damals gemacht, wenn sie so richtig Fun haben wollten? Die sind Wildschweine und Hirsche jagen gegangen in den Wald. Prostituierte. Treib! Und ist nicht hat der Tiere prostituiert? Nein! Hat er eine Ziege? Nein! Hat er sich an der Ziege... Leute, wir gehen zu weit weg von Schlacht. Okay, Sekunde, aber wie sieht das aus? Die haben eine Treibjagd gemacht, so Hasen oder so. Und der hat einfach komplett verschissen, weil er nicht einen einzigen Hasen gekriegt hat. Ich glaube schon, dass er Hasen gekriegt hat, aber es waren tatsächlich Hasen. Was war das Peinige daran? Er hat Angst vor Hasen, ist allergisch gegen Hasen. Er hat jemand anderen aus Versehen erschossen und nicht die Hasen. Zu viele Hasen. Echt jetzt? Es waren so viele Hasen. Hatte vielleicht die einen haben so einen Hasen gezüchtet. Oh, die haben vielleicht einen Hasen erschossen und dann war das so, aber so der jüngste von so einer Großfamilie. Und das waren so die Eintreiber aus der Hasen. Es war wie die Hells Angels der Hasen. Und die haben so alle ihre Leute zusammengerufen und waren so der da. Dieser genau das war's. Das ist tatsächlich die Antwort. No joke. Die größte Niederlage, die er wahrscheinlich hatte, ist die in Waterloo. Na, das wissen wahrscheinlich viele aus dem Geschichtsunterricht. Aber im Juli 1807 war es so, dass der Marschall Louis-Alexandre Berthier zu einer Jagd eingeladen hat. Und er dachte sich, ey, wenn ich schon den Kaiser der Welt da habe, Napoleon, dann mache ich natürlich eine richtig geile Jagd. Und hat richtig, 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 richtig viele Hasen dafür vorbereiten, fangen lassen, die man dann natürlich freigelassen hat. Das Problem war, und da berichten Bücher von so ungefähr 3000 Stück, dass diese 3000 Kaninchen aber wenig Bock hatten, gejagt zu werden und sich dann einfach entschieden haben, alle auf die Leute loszugehen, die eigentlich jagen wollten. Das heißt, Napoleon musste sich dann mit seinen Männern gegen diese ganzen Hasen wehren, was tatsächlich sehr, sehr schwer war. Er hatte seine Waffe, Reitstock, Peitschen, alles. Aber die Hasen sind wohl an ihm hochgesprungen, haben sich an ihm festgekrallt und er hat den einen oder anderen. Die sind ja auch so groß. Ja. So. Das heißt, Napoleon wurde von. Feldhasen sind so groß. Napoleon wurde von Hasen besiegt. Krass. Er und seine Leute konnten nichts machen, außer sich zurückzuziehen. Junge, wie coverst du denn von so einer Story? Also. Gar nicht. Deswegen wurde sie nie veröffentlicht. Also, ne? Damals. Die ist dann halt über die Zeit rausgekommen. Funny. Ja. Es ist schon... Das ist schon major peinlich. Ist eine krasse Story. Imagine. Ja. Du sammelst die Hasen, weil du sie töten möchtest und dann sagen die so, yo, Bro, kein Bock. Wir machen erst die gute alte Frage. Warum werden in der Stadt Caracas in Venezuela die Straßen einen bestimmten Monat bis 8 Uhr morgens gesperrt? In Südamerika ist ein sehr gefährliches Land für Touristen. Da gibt es auch immer irgendwelche Gewalttaten und viele Touristen werden überfallen. Ist ein sehr armes Land und deswegen vielleicht irgendwas mit Kriminalität oder Straßenbanden oder Kriegen. Venezuela ist nicht nur ein armes Land, es ist eines der ärmsten. Da ist gerade eine Hungersnot ohne Ende. Vor allen Dingen in einem bestimmten Monat. Also was kann in diesem Monat passieren, was in anderen nicht ist? Das ist eine gute Frage. Also auf Venezuela. Die sind ja normalerweise sehr tropisch. Weil es da so heiß ist? Oder schneit es auch mal richtig krass in Venezuela. Und deswegen sind die Straßen... Aber ist nicht so, oder? Welcher Monat ist das, müsst ihr mir sagen. Also es müsste dann im Sommermonat sein, weil die haben jetzt ja gerade Winter. Es ist halt nichts mit so Volksfesten zu tun, so Karneval oder sowas. Doch. Oh. Aha! Ah, oh. Karneval oder so. Vielleicht ist es so eine Tradition, wie dass man beim Fasten, dass man nicht feiern darf und deswegen machen die nachts die Straßen nicht, damit die Leute keinen Spaß haben. Wäre interessant, aber es ist nicht. Vielleicht eine von diesen Totenfesten, wo die Dia de los Muertos. Nee. Es gibt ja diese Feste, wo du hast ja in manchen Ländern deine Verstorbenen die ganze Zeit im Haus. Die sind einfach mit dabei so. Und die sind halt trocken. Und
dann nimmst du die halt für einen Tag, barst du die auf und fährst die durch die Stadt, damit die alle sehen können. Ist es vielleicht so ein Tag? Nee. Warte, aber Karneval war doch richtig gerade, oder nicht? Habe ich das falsch verstanden? Nee, es geht um Tradition, es geht einfach um Volksfest, so irgendwas in die Richtung. Es ist nicht jeder Tag in diesem Monat, aber es sind einige Tage im Monat. Und es ist im November? Es ist nicht im November. Ist es im Oktober? Es ist im Oktober. Es ist im Januar? Es ist nicht im Januar. Es ist Februar? Nicht im Februar. Aber im März? Ist auch nicht im März. April? Auch nicht April. Im Mai? Auch nicht. Juni? Nee. Juli? August? August? Ist auch nicht September. Dezember. Dezember gefragt. Ja, aber da hab ich gerade auf Nix Aussage geantwortet. Also es ist Dezember. Weihnachten! Warum sperren die dann die Straßen? Man ja, mehreren weil dann Tagen? Die Cola-Trucks denen vorbeikommen. Ja, wie bei La Koks. Aber das Ding ist, die haben noch das echt, die echte Cola. Die brauchen die Straßen für den Schlitten. Es hat was mit Fortbewegung zu tun. Streuen die vielleicht Sand anstatt Schnee auf die Straßen, damit die Kinder so dieses authentische Schneefeeling haben? Ja, man kennt ihn, den Sandmann, den man dann baut, die Sandengel, die man macht, Sandballschlachten. Oh, willst du jetzt judgen, was andere Länder machen, ne? Hat es was mit Weihnachten zu tun? Mhm. Gibt es da so vielleicht so Weihnachtsumzüge, so auf der Straße, dass da so Umzugswägen und so laufen und die werden halt nachts vorbereitet, damit die tagsüber irgendwie laufen können, deswegen darf da nachts niemand sein? Nicht ganz. Vielleicht sind da aber die Elche in der Stadt. Rudolf. Ja. Mhm. Absolut. Südamerikanischen Elche. Gibt es da keine Elche in Südamerika? Warum nicht? Irgendwo unten in Chile, aber nicht da. Chile? Was? Doch, in Chile gibt es doch Gebirge, da gibt es doch bestimmt Elche. Cool, cool. Also, wie sieht es aus? Vielleicht wird zu Weihnachten in Venezuela so eine Purge gefeiert? Was? Purge? Die killen sich da gegenseitig, oder was? Ja, vielleicht hat man dann, da muss man nicht so viele Leute beschenken. Ach du Scheiße. Nein. Doch. Ich habe nicht verstanden, was Mauki gesagt hat, aber allein an eurer Reaktion weiß ich, dass es nicht wahr sein kann. Hatte das schon jemand gesagt? Vielleicht häuten die Bären und ziehen ihre Haut an. Immer mehr, kein Honig mehr da ist, ja. Okay, okay. Weihnachten hat ja auch mal wieder was mit Religion zu tun, ne? Ja. So. Oh, vielleicht ist so eine Pilgerroute, wo Leute entlang gehen müssen, deswegen müssen die Straßen frei bleiben. Das ist an mehreren Tagen im Monat. Vielleicht gibt es da so einen Wohltätigkeitslauf. Keine Ahnung. Immer mehrere Tage im Monat, immer nur nachts. Ja, das Problem ist ja einfach, dass das so ein armes Land ist, dass ich mir schon fast nicht vorstellen kann, dass die da so krass feiern. Es ist echt was Schönes im Verhältnis zu der Armut, die sonst so herrscht. Vielleicht schiffen die ja aus den Bergen tatsächlich echten Schnee an. Mhm. Der schmilzt dann zwar in 2 Stunden, aber hey. Und deswegen sind die Straßen gesperrt, weil der wird dann zu Wasser und der ganze Sand, der eh schon auf der Straße ist und das Wasser ist dann ein bisschen dann bauen problematisch. Sie so Sandburgen. Ja. Es hat was mit Fortbewegungsmitteln zu tun. Dieser Coca-Cola-Wagen halt. Jetzt sagt mir, welche von euren beiden Aussagen wahrscheinlicher ist? Der Coca-Cola. Sind beide falsch. Ach, du stinkst doch. Wie sieht es aus? Vielleicht haben die so eine Eisskulpturen-Party. In Venezuela. Also ich glaube, die haben auch einfach nicht die Möglichkeiten, um so krasse Festwagen und so zu bauen. Das heißt, die sind eher unterwegs zu einem bestimmten Ort, wo man sich so denkt, oh ja, kurz vor Weihnachten, da schaue ich doch mal vorbei. Die Kirche. Die eine Kirche da. Die richtig. Haben so Kirchumzüge. Und die Straßen sind gesperrt, weil so viele Menschen dahin gehen. Aber wenn es gibt einen Kirchentransport. So ein Kirchenmobil. Ist das vielleicht so wie bei diesen Osterinseln-Geschichten, wo sich Leute ans Kreuz nageln lassen jedes Ostern? Bitte was?
Es sollte ja was Schönes sein. Weißt du noch, Mauki? Achso, ja, stimmt. Ja. Ach, für andere Leute ist das nicht so schön. Ja, wenn die, oh, der so ein Gottesdienst. So ein Gottesdienst, der so um 8 Uhr morgens stattfindet. Aber die laufen da halt so 6-7 Stunden hin. Deswegen darf halt niemand auf die Straßen fahren, damit die Leute da halt hingehen können. Aber wenn die gehen, könnten die auch auf den Bürgersteig gehen. Oder das sind so die viele. Die werden mit so einem Weihnachtsumzug werden die da hingefahren. Nee. Es ist individueller. Es ist individueller. Okay. Jeder baut sich ein Bobbycar. Jeder so fährt so ein bisschen für sich, aber wie? Fahrrad. Nee, kleiner. Die haben so ganz viele von diesen Scootern geschenkt bekommen irgendwann. In Rollschuhe. Rollschuhe. Echt das ist jetzt? Es. Ja. No way. Zwischen dem 16. Dezember und Weihnachten laufen die Menschen in Caracas zum frühmorgendlichen Gottesdienst immer in Rollschuhen. Warum? Keine Ahnung, das ist nicht überliefert, aber es ist tatsächlich seit Jahrzehnten Tradition. Was? Ja. Krass. Rollschuhe sind der Shit. Das war... Ja, aber es war tatsächlich richtig. Das Herzlich. War sehr unerwartet. Hätte ich nicht gedacht. Nee, ja. Wirklich. Aber damit es da halt nicht irgendwie ne, zu irgendwelchen Problemen kommt, weil man ja auch die Straßen braucht, ne, ja. Ist es so, dass man die Straßen sperrt, Rollschuhfahrer einfach unterwegs sein können. Mega Genius. Und das natürlich auch wild. Sehr zuvorkommend. Ne? Da ich ist bin die. Schockiert. Ich bin schockiert von deiner Aussage, Leute nageln sich ans Kreuz. ich mir das ausgedacht oder die Leute, die sich ans Kreuz nageln. Ich glaube, wir haben da einfach unterschiedliche Definitionen von cool. Kommen wir zu einer Sache, die zum Glück nicht regelmäßig passiert, sondern nur einmal stattgefunden hat. Und zwar, warum kam es 1922 zu mehrtägigen Ausschreitungen in der New Yorker Innenstadt? 1922. Oh boy. Wollt ihr wieder eine historische Einordnung haben, wo ich so ein bisschen sage, was davor und danach war? Wann war Vietnam? Wann war der Erste Weltkrieg? Mauki weiß es. Mauki weiß es. Ich kann dir sagen, 1922 war, also das waren ja die goldenen 20er, ne? Aber genau. Die waren's. Die goldenen 20er waren die Zeiten, die Zeit des Überflusses. Es gab Kohle, es gab Essen, es gab, alle haben getanzt, alle haben gespielt. Und dann kam der Stock Market Crash und die Great Depression von Aber der war doch nicht da schon, der war doch später. Ja, war er? 22 war der doch. Echt? Der war doch 22. Das heißt, alle sind nämlich komplett in ihrer... Also, das ganze Ding ist einfach zusammengebrochen. Und das könnte doch die Ausschreitung gewesen sein, oder nicht? Weil ich weiß, dass New York komplett, von der Wall Street, komplett im Eimer war. Nö, es war nicht 1922. 2022 gab es mal wieder so ein bisschen so... War close, aber nee. 1922 war was anderes. Das war nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg zur Info. Vietnam war nach dem Zweiten Weltkrieg, also war Vietnam auch nach. Wie steht's mit dem Mauerfall? Okay, also pass auf, das goldene Zeitalter. Und da war doch die Great Depression noch nicht gehittet. Es war noch golden. Es war noch alles nice. Und das waren so richtige, so New Yorker Inter, das waren so richtige Snobs. Das waren so richtige Snobs. Und es gab eine Knappheit von einem Luxusgut, wo man eigentlich sagen würde, come on, man. Champagner. Es gab Champagner-Knappheit und das konnten die nicht auf sich sitzen lassen. Dann konnten die nicht mehr shaken. Konnten nicht mehr Champagne-Showers machen. Ja. Und? Nee, ist es nicht. Der Kugelschreiber wurde 1943 erfunden. Champagner gab es damals auch keine Knappheit. wollt ihr noch irgendwelche anderen Informationen? wann wurde die Prostitution verboten? Also, die gab es schon deutlich früher, weil wie Nick von so treffend gesagt hat, war das, was die Adligen damals gemacht haben, um sich zu entertainen. So. Also auch da ist zeitlich schon wieder ein bisschen abseits. Ich kann euch sagen, es hat auch was mit Demokratie und Meinungsfreiheit zu tun. Also es war schon ein ordentlicher Protest auf jeden Fall. Boah, ich weiß gar nicht, was da abging. Die New York. Deswegen habe ich die Frage auch gestellt. Ach so. Wenn ihr es instant wüsstet, wären wir ja nicht bei Audel. Ihr könnt ja auch die Themen wieder abhaken, die wir normalerweise haben. Okay, Vietnam. Wir sind von Kindern, Sex und Würstchen zu Vietnam. Ach so, warte mal, Würstchen? Es gab zu wenig Würstchen? Ja, nee. Oh, die Geburtenrate war zu niedrig und Leute sollten mehr Kinder kriegen. Auch nicht. Aber dann gibt's Ausschreitungen?
weiß ich, wofür Leute ausschreiten gehen. Heutzutage für alles Mögliche. War das okay. Da, wo Frauen anfangen durften, Hosen oder sowas zu tragen? Ah, es hat was mit Fashion zu tun, tatsächlich. Oh, okay. Haben da Männer aufgehört, pink zu tragen? Männer sind ausgeschritten, weil Frauen durften Hosen tragen und sie wollten auch Röcke tragen. Aber damals... Hey, das gab's, doch, das gab's wirklich mit diesen Röcken. Das war es nicht tatsächlich, aber red ruhig weiter. Nee, ich wollte nur sagen, die wollten noch Röcke tragen, aber es gab keine, die lang genug waren, weil damals, 1922, lag noch die Durchschnittsgröße für... Schon gut, ich aufzureden. Ich dachte, du haust jetzt wirklich Fakten raus. Ich war ready. Ich war kurz davor, war ich echt krass. Aber ja. Dann habe ich gedacht, es hat irgendwas mit einem Penis zu tun. Frauen durften irgendwie was Knapperes tragen als sonst, ob es Röcke oder Dekolleté ist oder so. Und Männer hatten damit krasses Problem, weil die nicht mit der Schönheit dieser Frauen zurechtgekommen sind. Sekunde. Glaube ich, dass das knapp, dass das, ich denke, dass es andersrum gewesen ist, dass Männer auf die Straße gegangen ist, weil Frauen nicht mehr so knapp tragen mussten. Es war tatsächlich ein Streit zwischen Männern. Männer unter Männern, nichts mit Frauen zu tun. Ja. Krawatten. Nee. Anzüge. Hüte. Hüte? Hüte. Was gab es? So Melonen oder sowas hatten die da? Es geht nicht um Frauen, es geht um Hüte. Gut! Der war kam aus der Pistole geschossen. Ich fand den tatsächlich echt gut. Naja, der war schon gut. Ja, aber manchmal frage ich mich, ob Bart vorher so Witze übt und einfach so 23. Ich glaube, das ist einfach gut witzig so. Ja, Bart ist ein Spontankomiker. Aber ich kann nur mit Vorlagen so. Also ich alleine bin ich echt langweilig. Aber das stimmt, ja, aber wenn man dem eine Vorlage. Danke, Anni. Wow! Danke. Okay. Annis Komplimente, die halten auch ganz kurz immer. Die Hutpreise sind gestiegen. Oh. Indirekt? Indirekt. Jeder Mann durfte jetzt einen Hut tragen, egal ob adelig oder nicht. Durften die auch vorher. Oh, jeder Mann musste Hüte tragen. Welche Hüte? Diese hässlichen, die keiner wollte. Und deswegen. Ja, diese Melonen. Ja. Oder so. Das haben wir in 1920 getragen. Melonen, oder? Also die haben eine Menge unterschiedliche Hüte getragen, tatsächlich. Es gibt sehr viele Hutformen. Ich möchte das jetzt nicht komplett definieren. Barret, Flachkappe, warum sind dann Baskenmütze, Zylinder, Fedora, Melone, Cowboy-Hut, Sombrero. Aufhören. Sombrero in New York. Bandanas. Bandanas. Die Bloods und die Crips. Und die hatten einfach keine Bandanas mehr. Und konnten ihre Gang. Okay. Genau, die mussten damals Melonen tragen. Okay. Hutpreise sind gestiegen. Es gab nicht genug Melonen für jeden Arbeitgeber in New York. Jeder musste so eine Clownsmütze tragen, um sich bei diesem Spiel... Du musstest dich hocharbeiten, so Level 1 Handlanger, Level 100 Mafia. Mafia-Boss. Umso größer dein Hut, desto größer dein Goof. Ja. Okay. Ihr seid sehr close. Ich glaube, ich brauche mich nicht dran aufhängen, welche Art von Hüten. Ja, absolut. Am Ende von einem bestimmten Sommer 20. Jahrhundert war es so, dass Männer ihre Panama-Hüte aus Stroh gegen edlere, weniger atmungsaktive Filzhüte getauscht haben. Die Filzhüte sahen zwar ein bisschen edler aus, das waren dann auch Trilbys und hast du nicht gesehen, aber die waren halt nicht so erschwinglich und waren für manche Leute auch nicht so ästhetisch ansprechend. Da dann aber Leute gemobbt worden sind, die den Strohhut hatten und sogar riskiert haben, dass der Strohhut geklaut wurde, kaputt gemacht wurde, zertreten wurde und es wirklich so eine Diskriminierung zwischen Filzhüten und Strohhüten gab, war es so, dass sich 1922 sehr viele Menschen dagegen auflehnten, dass es diese zwei Klassengesellschaften bei Hüten gab und versucht haben, dafür einzutreten, dass Strohhüte wieder getragen werden dürfen. Strohhüte. Es gab auch Leute, die verletzt worden sind dabei. Es gab Leute, die irgendwie krass verwundet wurden und hast nicht gesehen. Es war schon, die wurden handgreiflich. Du möchtest mir sagen, Frauen durften nicht mal wählen. Und Männer gehen auf die Straße, weil sie diskriminiert werden, weil ihr Hut nicht das richtige Material hat. Geil. Richtig gut. Ist auch erst 100 Jahre her, dass das passiert ist. Es gibt halt wirklich weirde Sachen. So. Menschen sind halt
Manchmal schon sehr weird. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Oh, aber Anni, das ist vielleicht noch nicht das Dümmste, was du gehört hast. Wir haben tatsächlich noch eine Frage. Also wenn ihr noch Zeit habt, ballern wir noch eine rein. Für welche ungewöhnliche Lösung für eine Finanzkrise debattierte das britische Parlament 1720? Was war denn 17? Okay, also pass auf, wir haben eine Finanzkrise und da wird jetzt quasi vorgeschlagen, okay, pass auf, wir können diese Finanzkrise auf diese Art und Weise lösen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Zwangs... Wir haben sich einfach dazu entschieden, Geld zu drucken. Nö. Die wollten einfach kein Geld mehr auszahlen, damit die mehr Geld haben. Es ist richtig lost und weit weg von dem, was man eigentlich denkt. Oh, warte mal, ich weiß es, glaube ich. Irgendwas versteuern. Und zwar gab es in Großbritannien, das war auch, das glaube ich, das einzige Land, von dem ich das weiß, gab es irgendwo, ich glaube, das war irgendwo um 17, 1800, gab es die Fenstersteuer. Und zwar jedes Haus, das viele Fenster hatte, musste, je mehr Fenster du hattest, desto mehr Steuern musstest du. Deswegen, wenn man durch England jetzt im Moment durchgeht, siehst du immer mal wieder Fenster, die zugemauert wurden. Weil mit jedem zugemauerten Fenster hattest du einmal Steuer weniger zahlen. What the fuck? Und deswegen steht eine Leiter an einem Fenster in der Küche. Jo, okay, das geht jetzt zu weit. Das ist auch von letzter Woche, Nick. Das ist auch von letzter Woche, ja. Ach, ich weiß. Das stimmt wirklich, ja. Das ist no joke. Ja, das ist es nicht. Die Lösung ist so farfetched. Weniger Steuern musstest du dann mehr Sex oder... Umso mehr Sex, umso weniger musst du zahlen. Oh, für jedes Mal, wo du Sex haben wolltest, musstest du Geld in den Staat abdrücken? Okay, aua. Take my money. Nick, kostet dich gar nichts, sei ehrlich. Ich wär pleite, ich wär pleite. Was machen denn Menschen, wenn irgendwas nicht läuft? Sie nehmen Kredit auf. Krieg. Minderheiten ausbeuten. Aber wenn, sie gehen wenn in was, die Therapie und lassen sich bei ihren Problemen beraten und behandeln. Das wäre super. Buh, Nick. Das wäre wirklich super, Nick. Aber 1720. Wir hätten keine Kriege, wenn das alle machen würden. Ja. Aber was machen die, wenn die bei sich so, wenn es bei denen nicht wirklich läuft? Wie meinst du, wer bei wem? Das Parlament. Ne? Hat er gemerkt, oh, Finanzkrise ist nicht so supi, wir müssen irgendwas ändern, wir müssen irgendwas machen. Jemanden feuern. Keiner. Die haben einfach ganz viele Leute rausgeworfen aus England. Wen wollte man denn rauswerfen? Alle. Like, actually, everyone. Alle Kinder. Auch nicht. Alle Franzosen. Auch nicht. Alle Arbeitslosen. Auch nicht. Alle Tiere. Wenn es mit den Finanzen nicht läuft, wer ist denn dann erstmal schuld? Die Ausländer. Like, always. Nicht von meiner Seite aus, sondern das war doch immer so, oder? Nee, wir wissen, dass es genau deine Meinung ist. Ja. Auch nicht. Das war immer so, die Obdachlosen raus zum Beispiel. Weiß ich nicht. Ob das jetzt meine Meinung wäre, mal okay, aber ich mache nur Spaß. Das ist nicht meine Meinung, das ist die historische Meinung. Du hast gerade gesagt, Mauki, du hast gerade gesagt. Ich erinnere mich an Marilyn Monroe als Mutter als Marilyn Monroe verkleidet unter dem Bett, okay? Ja, jetzt kommt wieder Whataboutism, also ich weiß auch nicht. Das machen viele Leute. Ja, ich möchte mich klar davon distanzieren, was Mauki gesagt hat. Ich finde, sie hat einen Punkt. Nein. Oh mein Gott! Schwierig. Ich versuche auf deiner Seite zu sein, Mauki. Come on. Ich möchte gehen. Zieh das jetzt durch, komm. Nein. Okay. Wer ist denn erstmal zuständig für Finanzen? Die Bank? Der Schatzmeister. Auch, ja. Die Menschen in der Monarchie. Die Adligen. 1720 war schon ein bisschen, war man schon ein bisschen weiter. Junge, die haben immer noch die Monarchie. Was willst du von mir? Denk mal finanzspezifischer, bitte. Digga, kann ich finanzspezifisch denken? Okay, vielleicht habt ihr auch da einfach nicht so viel Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Ja, vielleicht ist es so. Okay, alle die Steuerzahlenden. Nee, der erste Step, den man hatte, ist natürlich, irgendwas läuft nicht richtig. Man sucht einen Schuldigen. Und wer war schuld? Genau, die Leute, die sich um die Finanzen kümmern. Also Banker etc. Wenn ihr mir jetzt noch sagt, was die mit Bankern machen wollten. Die wollten die einfach hinrichten. Alle feuern. Versklaven. Gut, das war alles jetzt irgendwo interessant. töten. Okay, ja, wie wollten sie die töten? Die wollten die in diese Klappe tun. In diese Klappe. Verbrennen einfach und dann haben sie das restliche Geld auch noch mit dazu geschmissen.
Nope. Macht mal so richtig abgespacede Sachen. Es hat auch was, ne? Es ist ja britisch, es hat auch was zu tun mit. British? So die britischen. Wollten die schlachten und zu Keksen verarbeiten. Aus den Tee kochen. Auch nicht. Okay, was, wofür ist London bekannt? Für. Ratten. Ja, Ratten. Die wollten okay, die aufessen lassen von Ratten. Die wollten die in die Kanale sperren und dort gab es dann sehr viele Ratten, die haben die aufgefressen. War das nicht so Industrialisierungszeit? 17, 1800, irgendwas? War das nicht alles super ekelhaft in London zu der Zeit? Es war Zeit? Richtig ekelhaft. Das war Smog ohne. Und du hast London doch über Kilometer gerochen. Ja. Die haben die einfach in Scheiße getaucht. Auch nicht. Schlimmer. Die müssen die Scheiße wegmachen. Oh, war das nicht noch Teeren- und Federnzeit? Ich glaube, die Zeit kam danach, aber ich kann gern gucken. Teeren und Federn war gerne immer gesehen. Ja, Teeren und Federn ist nicht so schlimm, das ist nicht... Wann wurde denn der Big Ben gebaut? Wurden die so da runter geschubst? Bei Assassin's Creed. Ey, war die Planke. So, da unten ist ein Wagen voll mit Heu. Wenn du den triffst, dann ja. Überlebst du vielleicht. Let's go. Nee. Okay, London, ne? Einfach ja. Geografisch. Was macht denn London aus? Insel? Dieser Fluss dazwischen. Richtig. Themse? Oh. Die Themse. Die haben die da reingeworfen? Aber nicht nur das. Die haben die kopfüber da reingetunkt und immer wieder hochgezogen, immer wieder rein. Ja, die wollten die schon reinwerfen, aber die wollten es denen auch ein bisschen schwieriger machen. Mit Gewicht. Dass sie rauskommen oder dass oh, sie die haben das ganze restliche Geld an deren Beine getaped und waren so, wenn ihr hochschwimmen könnt, dann wisst ihr, wir haben ein Problem. Es hat was mit Tieren zu tun. Die haben die Piranhas. In Säcke mit, also wenn das, also du kannst Leute mit Ratten quälen, weil wenn Ratten Angst haben, dann graben die sich zum Beispiel durch dich durch. Aha. Also haben die vielleicht die Ratten, mach dir die Ohren zu. Also haben die vielleicht die Ratten mit in den Sack geschmissen und die Ratten hatten halt Panik, weil sie dachten, sie sterben. Also haben sie versucht, sich in die Leute reinzugraben. Mhm. Wo kommt der Sack her, Mauki? Du hast gerade gesagt, die haben die mit in den Sack geschmissen. Ja, keine Ahnung, die haben die vielleicht mit in eine Tonne geworfen. Die haben okay, Schwäne ja. Bekommen und auf den Schwänen mussten sie reiten und wenn nicht, sind sie ertrunken. So. Nee, es waren keine Ratten. Aber ja, Säcke auch. Die waren keine dabei. Ahnung. Säcke waren dabei. Säcke waren dabei. Ja. Säckeweise Ratten. Ich hab gesagt, Ratten waren es nicht. Und eigentlich so säckeweise Ratten. Wie wär's mit... Warte, wir haben eine Finanzkrise und wir werden einfach unsere Banker in Säcke sperren und die ins Wasser werfen? Das ist Audel. Haben die Fischfutter in die Säcke getan und dann gehofft, dass die Fische die essen? Vor welchen Tieren hast du Angst, Nick? Spinnen. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Glaube ich auch nicht. Bei mir maximal so Motten, die ich echt widerlich finde. Mhm. Aber ansonsten, ich habe kaum Angst vor irgendeinem Tier. Das ist cool. Schlange ist richtig. Die haben Schlangen mit in den Sack reingeworfen. Die ungewöhnliche Lösung, die man debattiert hat, aber glücklicherweise nicht umgesetzt hat, ist, und ich weiß nicht, wer das damals rausgehauen hat, man solle alle Banker nehmen, sie in Säcke packen, Schlangen dazu werfen und sie dann in die Themse werfen. Damit die halt so ein bisschen drüber nachdenken können, was die falsch gemacht haben mit den Finanzen. Diese Idee wurde zur Debatte gebracht, aber natürlich wieder verworfen, was ja sehr gut ist, aber trotzdem fucking crazy, dass sie einfach das debattiert haben als Finanzlösung. Ich hoffe, dass unser Politiksystem inzwischen besser ist und man nicht sowas als Lösung debattiert. Stell dir mal vor, die würden das mit den Leuten von Excam machen. Aber nö, ja, also ich glaube nicht, dass sowas passieren würde. Nein. Nicht bei uns. Nicht mehr. Ja, Menschen, ich sag's ja, sind freaking weird. Ja, mein Problem mit den Finanzen. Wollen wir Leute einfach in Schlangen? Ja, lass uns mal darüber sprechen. Das wird ihnen eine Lehre gewesen sein. Ja. Erstmal müssen wir feststellen, wer schuld ist. Die Banker. Nicht nach einer Lösung suchen, sondern nach den Schuldigen. So. Genau. Wahrscheinlich ist so dieses so in Sack mit Schlangen in die Themse werfen. Wahrscheinlich so ein Grundding. Immer wenn jemand schuld ist, muss das so passieren. Und die sind so, okay Leute, wir wissen, Säcke, Schlangen, Themse, aber wer? Wir haben ja letztens erst unsere Bäcker in die Themse geworfen mit Säcken und Schlangen. Da haben wir noch ein paar übrig. Wollen wir nicht einfach die nutzen und dann direkt... Aber das ist ja auch so das Schlauste. Du hast die Leute, die sich am besten mit Geld und mit Finanzen auskennen, erstmal alle umbringen. Ja.
ist ja. So schrecklich. Ja. Sag ich so. Crazy. Leute, ich bedanke mich bei euch. Ja. Vielen, vielen Dank. Fürs mit dabei cool. sein. Yes. Haut rein. I wish bye you a very nice rest of the stream. Tschüss. Tschüss. Ciao.